Guten Tag, Kollege. Sie fahren heute den RABR 8975 von Siegen nach Hagen Hauptbahnhof. Macht den Zug abfahrtbereit und lassen Sie die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist um 16.43 Uhr in Siegen-Weidenau. Wird der Bahnsteig erneuert und deshalb entfällt der Halt in Siegen-Weidenau. Im ersten Teil geht es von Siegen nach Finnentrop. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2017. 2018, ich bin immer noch in 2017 drin. Furchtbar. Wir öffnen mal die Türen. Ja, so die falsche Taste. Schlüssel rein. So, Handbremse, ja, lösen. So. Wir fahren heute mit den Lind 41. Das hat sich der Benjamin gewünscht. Liebe Grüße an dich. So, Licht machen wir noch an. Das ist eine Aufgabe. Normalerweise würde man, ja, würde man mit einem Flirt 3 fahren. Leider habe ich keine richtigen guten Aufgaben gefunden für den Lind 41 von Hagen mit 7. Und deswegen habe ich den, ja, habe ich die Aufgabe bearbeitet, so dass jetzt ein Lind 41 fährt statt ein Flirt 3. Das muss in den Hagen gehen. Gibt es kein Hagen? Lustig. Siegen gibt es aber nicht Hagen, oder was? Fängt ja schon mal gut an. Hagen, Hagen. So, war man gar nicht dran. So. Können wir gleich ein schönes Thumbnail machen? Ja. So viel Zeit muss auch sein. So. So. Mit Güterzug. Ja, ich hatte eigentlich eine andere Aufgabe gefunden, wo man eigentlich mit der 146 fährt, aber ja, das Problem ist, die Aufgabe macht Fehler, also zeigt mir Fehler an, und obwohl ich eigentlich das ganze Fahrzeug besitze, deswegen ist es doof gelaufen, sagen wir es mal so. So, wir fahren jetzt ab. Jetzt fahren wir ab. So. Freuen uns. Ausfahrt 30. Alles klar. So. Abellio hat halt momentan Mangel an Fahrzeugen, sagen wir es mal so. Deswegen muss jetzt ein Lind 41 der DB Regio als Ersatzfahrzeug eingesetzt werden. So, ich mache mal mein Mikro verschieben noch ein bisschen. So, weil in der letzten Folge hat man mich nicht so gut verstanden. Erstmal sorry dafür. Und wir speichern das Ganze auch, weil beim Train Simulator bin ich mir nie so sicher. So, hier haben wir dreimal Abellio Flirt stehen. Flirt 3er. Die haben alle technische Störungen. Deswegen muss der Lind heute leiden. Ja, der liebe Benjamin hat sich ja gewünscht, Lind 41 von Siegen nach Hagen. Und diesen Wunsch erfülle ich ihm natürlich. Es war natürlich schwierig gewesen, eine Aufgabe rauszufinden. Aber jetzt habe ich eine gefunden, die ich auch bearbeitet habe, die auch funktioniert. Und da bin ich auch sehr froh darüber. Im ersten Teil fahren wir mit 60 Minuten, Servus. Im zweiten Teil auch 60 Minuten. Ja.
Link zur Aufgabe findet ihr auch in der Beschreibung. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Abellio Regio 89 577 von Siegen nach Hagen Hauptbahnhof. Über Altenhudem und Finnentrop. Unser nächster planmäßiger Halt ist Siegen Geisweid. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Bitte warten Sie aufgrund einer Fahrzeugstörung. Müssen wir leider heute mit einem Ersatzzug fahren. Deswegen bitte ich vorher schon mal um Entschuldigung, falls Verspätungen auftreten sollten. Vielen Dank. Ja, der Flirt 3 fährt er normalerweise bis 160 km/h, aber der Lind halt nur 120. Deswegen, ja, könnten wirklich Verspätungen auftreten. So, nächster Halt ist Siegen Geisweid. Weit. Aber Ansagen spreche ich jetzt hier nicht. Keine Sorge. Da ist auch schon die Baustelle. Heute habe ich auch meinen Rail Driver aufgebaut. Ich wollte noch ein Video machen zum Rail Driver. Ich bin dazu irgendwie nie dazu gekommen, weil ich den noch verschönern wollte mit den ganzen Tasten, aber die Umsetzung lag bei 0%. Leider. Servus. So. Ah, schon cool mit der Baustelle hier, ne? Servus. Wir bauen so fleißig. Bahnsteig gesetzt, im Editor, wie es aussieht. So. Leider keine Belegung für die Türen. Das hat keiner gesehen. Die sollten hier gar nicht anhalten. Stimmt, ja, das fängt ja schon mal gut an. Fahrgäste sahen mir alle zu nett aus. Deswegen wollte ich auch anhalten. Von übrigens auch Doppeltraktion. Ne? Es hat sich nämlich der Benjamin auch gewünscht, Doppeltraktion. Ich hoffe, dass der Bremsweg nicht so scheiße ist. Nächster Halt, Siegen Geisweid, Ausstieg in Fahrtrichtung links oder rechts. Dort, wo man Türen öffnen kann. Auf jeden Fall einer von den Seiten. Ja, es geht wunder, dass wir jetzt Verspätung haben, ne? Grund dafür sind Bauarbeiten. Ganz einfach. Dabei stand es auch in der Beschreibung am Anfang drin. Halt entfällt in. Halt dort wegen Bauarbeiten. Aber nein, ich achte nicht drauf. Läuft.
155. Servus. Sind zwar verspätet, aber das ist egal. So. Schade, dass es kein Geräusch gibt, wenn man die Siefertaste zurücksetzen tut. Naja, egal. Ach ja. Ja, wir werden jetzt die ersten zwei Teile hier mit dem Lind fahren. Und danach werden wir mal mit den Winterszenarien fahren, die es auf Resum gibt. Und danach werden wir öfters mal mit dem T-Zero fahren. Mit den wunderschönen Aufgaben von dem lieben Train Simulator TV. Schöne Grüße an dich übrigens nochmal. So, VR. Komme ich wieder durcheinander sonst noch. Ach Mensch. Na, in Perspektive haben wir das mal nicht. Okay. Ah, Sound ist schön. Nächster halt Kreuztal, Ausstieg rechts. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier mit der Türsteuerung. Aber wir stehen eigentlich perfekt. Ne? Eine Minute Verspätung. Verkraftbar.
Aber selbst wenn man Verspätung hat, gilt es nicht darum, ja, Stress zu machen, sondern so weit wie es geht. Also, ne, also heißt doch eigentlich so, ne? Lieber ein bisschen Verspätung als nicht Teile ankommen. Aber es ist es, glaube ich, so. Also lieber etwas zu spät als gar nicht ankommen. Heile. So, Kreuztal Eichen. Ich muss echt mal in Resimforum gucken oder Resimulator.net Forum gucken, ob es einen Buchfahrplan gibt für die Strecke. Könnte ich sie mal ohne F3 Monitor abfahren. Wäre auch ziemlich interessant. Ja, ne, heute ist es wieder Freitag. Freitag. Oder? Heute ist Sonntag, ne? Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ich glaube, heute ist frei. Nein, Sonntag. Ich muss da selber nochmal meinen Uploadplan gucken. Ah, ich bin da letztens so durcheinander gekommen. Auf jeden Fall ist heute Orgentag. So. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag gehabt, ne? Schade, dass man hier kein Fenster öffnen kann. Aber man kann den Linkskasten öffnen. Aber man kann halt leider nichts einstellen. Finde ich schade. Aber auf jeden Fall cool, dass man das machen kann. So. So, kann man auch nichts einstellen, aber ja auch was gewesen, ne? Ja. Schade eigentlich. Kann man auch nichts, doch, ja. Ja, stimmt, ja, das konnte man ja. Einstellen? Nein. Traktion soll Wert 99%. Mehr werden wir bestimmt nicht erreichen. Sieht man, dass wir Doppeltraktionen sind, ne? Uhrzeit. Machen wir da Grundbild. Machen wir Grundbild. Naja, sieht man nicht. Na gut. Ist ja auch nicht so schlimm. So, gleich kommt Kreuztal Littfeld. Ja, Hagensiegen V3, ne?
eine wirklich wunderschöne Freeware-Strecke, also kann ich echt nur jedem empfehlen, das Ganze zu installieren. Gibt es auch viele Aufgaben, ne? Es gibt auch Winterszenarien, da werden wir auch drauf fahren. Und ja, auf jeden Fall ein Download wert. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich heute nicht so viel Gesprächsthema mitgebracht habe. Weil so viel kann man gar nicht quatschen. Weil irgendwann gibt es auch mal einen Tag, da quatscht man fast gar nichts. Aber ich kann euch nur eins empfehlen, genießt die Fahrt. Verbremst. Oi. Das ist nicht schön. Das ist natürlich nicht schön, ne? Servus. Ah. Eine Tür. Das darf natürlich nicht passieren. Ich hab doch irgendwas davon gesteuert. Schön sind sie. Seufzer erstmal, ne? Schön immer. Seufzen. So. Weiter geht's. In der letzten Folge sind wir ja leider am frühen Morgen gefahren, da war es allerdings sehr dunkel. Jetzt halt mal am Tage, ne? Auch mal schön. In Lind 41 findet ihr übrigens auch in der Beschreibung den Link, ne? Von Ray Traction. Kann ich auch echt nur empfehlen. Echt wirklich wunderschöne Fahrzeuge. Ich muss was trinken. Ich habe das Gefühl, ich bin heute wieder zu leise. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich versuche jetzt auch wirklich jetzt in der Zeit ein bisschen mehr an Let's Plays zu bringen. Kann sein, dass es nächste Woche genauso mager aussieht, weil momentan halt noch ein bisschen Umzugsstress ist mit meiner Schwester und da bin ich halt am Helfen,
wenn ich dann abends nach Hause komme, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, dann noch was aufzunehmen, weil ich einfach nur krumme lahm bin und ja, und dafür habe ich dann echt keine Gedanken für. Ja. Also, bitte seht es als Verständnis, also, ne, sorry. Aber es wird richtig wieder losgehen, das steht fest, das habe ich auch vorgenommen. Und ja, es wird jetzt auch jedes Wochenende einen Livestream geben, Freitag, Samstag. Sonntag ist mal Ruhetag. Da kommt ein anderes Let's Play. Vielleicht kommt nochmal die Gelegenheit, dass ich doch nochmal Sonntag streame. Aber mal gucken. Auf jeden Fall werden jetzt zahlreich viele Let's Plays kommen und steht schon mal fest. Ihr könnt euch schon mal freuen. Ja, die Steigung ist aber ordentlich hier. Nicht dann machen. Was natürlich viel bringen, das wäre nicht, ne? Können wir da ausmachen. Ja, 155 wieder. Servus, Doppeltraktion. Ich muss sagen, sehr viel KI-Verkehr, also wirklich sehr schön. Ich hoffe, nein, wieso kann ich denn hier? Jetzt war es mit Hupen beschäftigt gewesen. Ich wollte die Leute grüßen. Autsch! Das Idiot drückt auch noch einen H-Knopf, ja, aber passiert nichts. Auch jetzt. Das Problem ist. Ja, Belegung vom Raid oder so. Das Problem ist, der greift mich auf meinen. Jetzt so. Ich kann mal drauf drücken. Ja! Der hintere Triebwagen geht nach Hagen, ne? Der vordere ist halt momentan nicht möglich, aufgrund von, keine Ahnung, Polizei. Eieiei, Steven, was machst du denn? Das ist jetzt. Weil ich den Knopf nach oben gemacht habe, hat er jetzt den Linksschalter runter gemacht. Ja, ja. Aber Verspätung. Ja. So. HP1 Freifahrt. Weiter geht's. Weiter geht's mit 100 km/h. Ich muss noch was nachgucken. Eine Momento. Da 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 da. 7 km bis zum nächsten Halt. Dürfte ja kein Problem sein. Nachgeguckt. Mein schlauen Buch der Signale. Ob ich euch nicht so viel Scheiße erzähle. Aber das ist wirklich so. VR1 Fahrt, VR2 Halt erwarten. Langsam Fahrt. Nein, Halt erwarten. Das nächste Signal ist halt AP0. Aber das Thema hatten wir ja schon in der letzten Folge gehabt.
ist ein bisschen herausfordernd. Nächste Halt ist ein Kirschhudem. Hundem. Mensch. Noch ein Güterzug. Mensch, Servus, 185. Schön. Sehr viel los hier. Gefällt mir. Oh, 151 hinten dran. Nice. Sandwich. Anscheinend als, ja, als Hilfe. Gibt's ja sowas, ne? Ich habe mal ein Video davon gesehen, irgendwo in Deutschland, wo teilweise Güterzüge mal Sandwich fahren, wenn es bergauf geht, bei schwierigen, bei schweren Steigungen, damit der Güterzug überhaupt hochkommt. Da machen sie hinten eine Lok dran, mit ja, ein Sandwich, ne? Und dann wird er von hinten nochmal mit, quasi angeschoben, damit die vordere Lok überhaupt den Berg hoch schafft. Das wäre ja blöd, wenn er dann liegen bleibt. Ne? Da muss. Das ist ja. Ne? Also. Ja. Also, sowas gibt es schon wirklich. Ihr müsst auf YouTube noch geben, das Video einfach mal eingeben. Güterzug-Sandwich oder so. Oder. Lok schiebt Güterzug Berg hoch. Also wenn du das eingibst, müsste eigentlich schon ein Video kommen. War sehr interessant gewesen. Also war schon sehr interessant. Oh. Da kommt das nächste Signaltafel. Ankündigung 70. Müssen wir natürlich kommentieren. Da nicht. Ja, Steven. Du hast vergessen, auf Tippi Stream die Lautstärke für neue Abonnenten auszumachen. Aber auf jeden Fall jeden Tag fürs Abonnieren. Er hat noch Silvester-Song drin. Sollte ich vielleicht noch rausnehmen? Ja, das sollte ich. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Abonnieren. Das ist ein Nachteil bei Tipi-Stream. Da muss man extra auf Tipi-Stream gehen und die Lautstärke für neue Abonnenten und Donation komplett auf leise stellen, damit sowas gar nicht in einem Let's Play auftaucht.
So. Weiter geht's mit 70 km/h. Beziehungsweise durch 90. Servus, Abelio. Flirt 3. Wir sind 90, sehr gut. Können wir eigentlich ausrollen lassen. Hunden. Oh. HP1 mit VR1. Freie Fahrt. Schön. Jetzt haben wir mal wieder perfekt angehalten. So. Das sollte jetzt auch so bleiben. Muss noch was nachschauen. Ja, hier steht noch Flirt 3er Bilder, aber das ist egal. Hm. Ja. So, machen wir nochmal Service Pick. Auch schön, dass da keine Sau ist. B1, freie Fahrt. Mal noch einen Betriebsblick. So. Die Grafik sieht wirklich mega nice aus jetzt. Train Simulator. Schön. So gefällt mir die Grafik auch. Gut, auf YouTube sieht es natürlich ein bisschen anders aus, ne? Das ist ein großer Unterschied zwischen zwischen meiner Aufnahme und dem Hochladen, weil wenn ich hier aufgenommen habe, ne, habe ich Top-Qualität. Aber sobald ich es auf YouTube hochlade, ist die Qualität ein paar Prozente schlechter. Das liegt halt daran, dass ja YouTube das ganze Videoformat halt runterrendert und so, ne. Und dadurch ist es dann doch nicht mehr so hochqualitativ wie beim Rohmaterial vor dem Hochladen. Aber das kennt ihr ja. Nächster Halt, Megan, Ausstieg, Fahrtrichtung links. Wenn es nicht links ist, dann ist es natürlich rechts. Wenn es auch nicht rechts ist, ja, dann hat sich der Lokführer wieder verbremst. Ja, 80 Ankündigung.
rote Tafel. Sehr gut. Oh, das ist mit dem Schalter so blöd gemacht. Ja. Ach komm, 2 Minuten Verspätung, das geht doch. Zwei Minuten, was ist das schon, ne? Verspätung ist ja bei der Bahn erst ab 5 Minuten. Von daher liegen wir doch sehr gut in der Zeit. Dürfen wir fahren? Grevenbrück, Gleis 1FF. Nice. Das nennt man ein Gleis, ne? Gleis 1FF. Auf Gleis 1FF fährt jetzt ein Abellio nach FFF. FFF. Wie kommt man auf Gleis 1FF? FF. FFF. Aber egal. So, wollte ich 90 fahren, sobald wir den Weichenbereich verlassen haben. Beziehungsweise die Tafel hier. Gleich sogar 100. Ich nutze gerade die Zero-Skript. Anscheinend funktioniert es doch. Was sehr gut ist. Da werde ich mal nachgucken, ob es für den Linden-Skript gibt. Wegen. Ja. Eigentlich ist es ja perfekt so, aber wenn ich leicht runtergehe, ist leicht volle Bremse fast. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh, gleich 120. Schön. Dann können wir ihn rollen lassen. Aber Schluss am Bahnhof hier. Auf Gleis 1FF. Grevenbrück, Westfalen. Ein toter Bahnsteig. Keine Sau will raus, keine Sau will rein. Thank you.
Da guckst du, ne? Ja, da guckst du schon, ne? Da guckst du. Ah, 185, ne? Oh, falsches Zuglicht. Ja, jetzt hat er es umgestellt, ne? Das ist noch schnell hingekriegt, Freund. Er kann doch nicht einfach ZG2 fahren lassen. Hat er schnell noch auf ZG1 gestellt. Oder er wollte mich damit grüßen. Aber das war ja auch total sinnlos. Total sinnlos. Wenn man grüßen will, dann macht man Fernlicht. Fernlicht wieder aus. Das reicht. Oder man macht einfach das hier. Zuglicht aus. Zuglicht wieder an. Philanthrop. Höre Geräusche. Aber egal. VR1 fahrt voraus. Geht dazu. Junge. Respekt. Das hat bestimmt jede Menge Arbeit gekostet. Mit so viel KI-Verkehr. Ist ja nicht einfach. Mit Dispatcher meistens. Servos, 143. Nice. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erreichen jetzt in Kürze Finnentrop. Sie haben Anschlussmöglichkeiten zu weiteren Regionalzügen der Deutschen Bahn. Im Namen von Abellio verabschiede ich mich von den Fahrgästen, die hier in Finnentrop aussteigen, und wünsche noch eine angenehme Weiterfahrt. Oder einen schönen Tag. Sehr geehrte Fahrgäste, in Finnentrop haben wir Kurzaufenthalt. Die Weiterfahrt ist in der nächsten Train Simulator Folge erst möglich. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Das war die schlechteste Ansage der Welt. Aber man kennt es von mir nicht anders. So, da haben wir VR1. So, Türen auf. Ach Mann.
So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ne? Link ist in der Beschreibung und ich würde mich auch über Kommentare freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der AB Rail 89577 nach Hagen Hauptbahnhof im zweiten Teil. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Schwellam City. Ciao.